Gerade als Deutscher Gewerkschaftsbund sind wir sehr, sehr glücklich, einen Menschen in unseren Reihen zu wissen, der gewerkschaftliche Kämpfe begleitet, der mitdenkt, der nachdenkt und weil er mitgedacht hat und nachgedacht hat, auch zum Vordenker geworden ist. Und wir Gewerkschaften, wir brauchen solche Persönlichkeiten. Wir brauchen solche Persönlichkeiten, für die der Begriff Klassenkampf nicht abstoßend wird, sondern der genau in diesen Kategorien auch unsere eigenen gewerkschaftlichen Kämpfe begleitet und Impulse gibt. Und das seit Jahrzehnten. Und dafür ist dem Frank vor allen Dingen herzlich zu danken, dass er uns seit Jahrzehnten Impulse gegeben hat und hoffentlich noch viele weitere Jahrzehnte weitere Impulse geben wird. Vielen Dank, Frank. Vielen Dank an Manfred und an Pitt für die Grußworte. Frank Dempel in Marburg vorzustellen, das ist keine leichte Aufgabe. Viele von Ihnen kennen Frank seit Jahren und Jahrzehnten aus den Hörsälen und Seminarräumen der Universität, aus Arbeitszusammenhängen der Gewerkschaften, Pitt hat bereits darauf hingewiesen, von Veranstaltungen, von denen Manfred berichtet hat, die es viele gegeben hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, und nicht zuletzt auch als Jazz-Trompeter aus der Cafete oder bei Auftritten seiner Big Band, in denen Frank seiner Leidenschaft der Jazzmusik nachging und bis heute nachgeht. Ich will aber trotzdem noch ein paar Anmerkungen zur Person machen. Frank verschlug es, nachdem er sein Studium der Soziologie zu Beginn der 60er Jahre in Frankfurt begonnen hatte, unter anderem bei Horkheimer und Adorno, aber als Gastprofessor hörte er auch Herbert Marcuse, das war ihm immer wichtig, nach Marburg, um dann beim Soziologen Heinz Maus zu studieren. Anfangs wollte, so ist das in der hervorragenden Würdigung von Franks Werk und Wirken, die Manfred eben auch schon gezeigt hat, die von seinen Schülern Hans-Jürgen Urban und Klaus Dörre geschrieben wurde, zu lesen. Anfangs wollte er nach dem Beginn seines Studiums in Frankfurt und dann später in Marburg, wollte er wieder nach Frankfurt zurückkehren. Doch er blieb zu unser allen Glück in Marburg. Hier lernte er den Marburger Politikwissenschaftler Wolfgang Abendroth kennen, bei dem er 1968 über Louis Blanqui promovierte. Zu dieser Zeit war Frank auch Mitglied im SDS-Bundesvorstand und stritt sich dort, ich denke, das kann ich so sagen, als Sprecher der wesentlich von Abendroth inspirierten Traditionalistenfraktion freundlich mit Rudi Dutschke als Kopf der Anti-Autoritären. Mit dem Aufschwung der politischen Kämpfe Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre wurde er im Ergebnis von studentischer Bewegung 1972, der Schlachtruf lautete, viele von Ihnen kennen ihn damals, Marx an die Uni, Deppe auf Papier, auf eine Professur für Politikwissenschaft berufen, die er bis zu seiner Emeritierung im Jahre 2006 innehatte. Zu den Grundpositionen von Franks intellektuellem und gewerkschaftlichem Wirken gehören, auch das ist in der Würdigung von Klaus Dörre und Hans-Jürgen Urban auch nochmal nachzulesen, das Festhalten an einer marxistischen Kapitalismus- und Gesellschaftskritik trotz der Niederlagen des Sozialismus und Kommunismus im 20. Jahrhundert. Kapitalismuskritik und Sozialismusperspektiven bleiben für ihn bei aller notwendigen Erneuerung marxistischer Theorie untrennbar mit dem Klassengegensatz zwischen Kapital und Arbeit verbunden. Und in diesem Kontext bleibt als Ausdruck und Artikulation des Kapitalismus die Arbeiterbewegung ein zentraler Bezugspunkt, allen Unkenrufen über ihr vermeintliches Ende zum Trotz. Auch wenn natürlich Veränderungsprozesse, Fragmentierungen, Neuzusammensetzungen, auch regionale Verschiebungen jeweils konkret analysiert werden müssen. Ich denke, dazu kann Frank bestimmt auch heute ein paar Hinweise liefern. Und nicht zum Schluss, das Abendroth'sche Verständnis vom eingreifenden Intellektuellen und seiner Verbundenheit mit dem linken Flügel der real existierenden Arbeiterbewegung. Ich denke, mit diesen Grundpositionen, die Frank auch selber so mal beschrieben hat, lassen sich sein Werk und Wirken einigermaßen fassen. Aber hier in Marburg finde ich, und das ist auch in den Grußworten zum Tragen gekommen, hier in Marburg müssen wir noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Als Wolfgang Abendroth in den 50er Jahren hier berufen wurde, da war Marburg und die Universität, um es mal freundlich zu sagen, äußerst konservativ und reaktionär geprägt.
Es waren erst das Wirken Abendbrots und der verschiedenen Generationen seiner Schüler, wie Frank, aber auch Reinhard Kühne, Georg Föbert, Dieter Boris, der hier heute anwesende Gerd Meyer, den Gerd, um nur einige zu nennen, welche auch die Marburger Stadtgesellschaft spürbar beeinflusst und Marburg zu einem der wichtigsten Zentren linker Debatten in der Bundesrepublik gemacht haben. Dass nicht nur Studierende, links- oder marxistisch orientierte Studierende aus Deutschland, Europa, sondern zum Teil auch aus der ganzen Welt angezogen hat und zudem aber auch linke Positionen in der Stadtpolitik entscheidend stärkte. Denken wir etwa an die Kommunalwahlerfolge der DKP in den 70er Jahren. Und um den Schritt nach heute zu machen, Frank mischte sich auch zuletzt aktiv in städtische Auseinandersetzungen ein. Die Idee, den Einfluss des verstorbenen Mäzen Reinfried Kurz und seiner DVAG auf die Stadt genauer zu analysieren, diese Idee war Franks Idee. Und das Buch »Die gekaufte Stadt, Marburg auf dem Weg zu Pool City« ist vor allem ihm und seinem Wirken zu verdanken. Die Tatsache, dass die lokalen Eliten die lokale Politik das Buch bis heute im Wesentlichen ignorieren, das weiß ich aus unseren persönlichen Gesprächen, das wurmt ihn sehr. Ich will aber, glaube ich, hier sagen, dass dieses Buch trotz allem seine Wirkung erzielt hat. Und wenn im März diesen Jahres eine politische Formation der Linken mit fast 14% und 8 Stadtverordneten heute in dem Kommunalparlament oder heute im Kommunalparlament präsent sein kann, dann ist auch das nicht in nicht unerheblichem Maße das Ergebnis des andauernden Wirken der Abendbrotschule bzw. der Marburger Schule in unserem Städtchen. Und ich finde, auch dafür, lieber Frank, möchte ich dir im Namen der linkspolitischen aktiven Marburgerinnen und Marburger an dieser Stelle ganz, ganz herzlich danken. Ohne dein Neben seiner intensiven Arbeit in gewerkschaftlichen Zusammenhängen war Frank in den Jahren 2005 bis 2007 auch maßgeblich an dem Zusammengehen von WASG und PDS und der heutigen und damals erfolgreichen Gründung zur neuen Partei Die Linke beteiligt. Er ist deren Mitglied, ist er bis heute. Er engagierte sich in Hessen im Beirat der Partei und er war 2012 bis 2014 auch Mitglied im Bundesvorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Seit Franks Emeritierung darf sich ein kleinerer Kreis von Marburgerinnen und Marburger freuen, regelmäßig mit ihm aktuelle Texte der marxistischen Debatte zu diskutieren. Seit längerem ist dort auch unser Mitstreiter Rainer Rilling aktiv, den ich auch gesehen habe, der den Lesekreis zusammen mit Frank leitet. Kommen wir, das sozusagen der Parfumsritt, die Publikationsliste, die habe ich jetzt nicht nochmal aufgegriffen, aber ich denke, dass ein paar Bemerkungen, die das Werk und Wirken von Frank skizzieren. Die Bücher, beziehungsweise die 4 bzw. 5 Bände, die über 2000 Seiten, in die Frank uns sozusagen heute eine Einführung geben wird, sind vielfach in der Linken als, Zitat, großer Wurf, als Klassiker, als Opus Magnum bezeichnet worden. Die Zeitschrift Z empfiehlt das Werk, Zitat, als ein Spiegel der politischen Geschichte und der Klassenkämpfe des zurückliegenden 20. Jahrhunderts. Und des beginnenden 21. Jahrhunderts. Und die Frankfurter Rundschau schrieb, ich möchte zitieren, doch auch für nicht marxistisch orientierte, mit linken Inhalten sympathisierende Leser eröffnet Deppe einen tiefen Horizont, der die Komplexität von Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie auf eine Weise greifbar macht, die im medialen Mainstream oft auf der Strecke bleibt. Also vielversprechende Einschätzungen. Den Ablauf der heutigen Veranstaltung haben wir uns wie folgt gedacht. Zunächst stellt Frank die Neuausgabe seines Buches in Form eines Vortrags vor, macht also eine Einleitung in das Thema politisches Denken im 20. Jahrhundert. Danach werden David Salomon, den ich auch an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen möchte und ihn auch gleich noch einmal kurz vorstellen werde, und ich im Gespräch mit Frank versuchen, einige Aspekte seines Buches zu vertiefen. Sollte dann noch Zeit für die Diskussion bleiben, dann werden wir sie natürlich auch noch weiter öffnen. Zu David, den ich kurz vorstellen möchte. David hat in Marburg studiert und unter anderem bei Frank promoviert und war an den Universitäten, jetzt kommen einige, ja, Kassel, Darmstadt, Frankfurt und Siegen tätig. Zu Davids Arbeitsschwerpunkten zählen Demokratietheorien, intellektuellen Theorien, neuere Imperialismustheorien. Dazu hat er auch mit Frank und anderen zwei
Bücher geschrieben, herausgegeben, die politische Ästhetik und die Brecht-Forschung. Heute ist er tätig als Gastprofessor an der Universität Hildesheim. Und an dieser Stelle auch vielen Dank, lieber David, dass du trotz des Semesterbeginns, ja richtig, heute Abend hier nach Marburg gekommen bist. Bitte auch noch einen. Einen schönen guten Abend. Ich kann natürlich werden nicht gleich einsteigen, das Buch vorzustellen, sondern ich bedanke mich erstmal. Ich müsste eine ganze Reihe von Danken aussprechen. Erstmal an Jan und den David, die neben mir sitzen, dass sie diese Veranstaltung gemacht haben. Das ist ja jetzt ein Teil von einer Reihe von Veranstaltungen und Publikationen, die aus Anlass dieses an sich gar nicht feierlichen Geburtstags stattgefunden haben. Wenn wir die heutige Veranstaltung zu Ende haben, dann sage ich für mich, jetzt reicht es aber auch. Jetzt müssen wir wieder arbeiten und es gibt noch viel zu tun. Also, ich danke natürlich auch dem Verlag und auch der Buchhandlung, dass sie diese Bücher von mir neu herausgegeben haben. Es ist ganz klar für einen Autor, wenn man etwas geschrieben hat und es geht, das ist ausverkauft und es gibt eine neue Auflage, freut man sich als Autor darüber. Ich will vielleicht ganz kurz noch zu den Büchern sagen, weil eine ganze Reihe von Gewerkschaftskolleginnen und Gewerkschaftskollegen hier im Publikum sitzen und wir uns ja auch seit Jahrzehnten schon kennen und vieles auch gemeinsam gemacht haben. Die Bücher, die ich jetzt vorstelle, die entstammen sozusagen aus meiner Tätigkeit als Professor für Politikwissenschaft an der Philipps-Universität in Marburg. Und damit will ich nicht sagen, die haben mit dem, was wir gemeinsam in den Gewerkschaften diskutieren, nichts zu tun. Das will ich damit nicht sagen, sondern ich will damit nur andeuten, dass es zum Teil unterschiedliche Arbeitsbereiche und unterschiedlich gefasste Texte auch mit unterschiedlichem Publikumswirkung oder mit der Einbeziehung des Publikums geht. Aber Pitt hat das sehr schön angesprochen. Ohne sozusagen Vordenken wird auch gewerkschaftliche Arbeit und gewerkschaftliche Strategie oder wie immer man das nennen mag, nicht möglich sein. Und ich denke, wir leben gerade in einer Periode, gerade wenn wir das jetzt aus der gewerkschaftlichen Perspektive mal sehen, wo wir alle in unseren Gewerkschaften mehr oder weniger und viele Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, wenn man mal die Gelegenheit hat, beim Wochenendseminar miteinander zu diskutieren und so weiter, ein riesengroßer Bedarf da ist, die eigene praktische Arbeit im Betrieb zu vermitteln mit einer Erkenntnis über das, was eigentlich in der Welt, was in der Gesellschaft und in der Politik passiert. Da besteht zum Teil eine riesige Diskrepanz, eine Unsicherheit und dazu brauchen wir auch sozusagen immer einen Bereich von Analysen und auch Perspektiven, Diskussionen, die über sozusagen die unmittelbaren Fragen der betrieblichen oder auch der tarifpolitischen Interessensvertretung hinausgehen. So, ich habe mir jetzt vorgenommen, diese Bücher kurz vorzustellen. Ich habe dem Jan gesagt, er soll mir nach einer Viertelstunde ein Zeichen geben, weil wir haben ja noch danach auch eine Gesprächsrunde vor. Also, es handelt sich um 5 Bände mit dem Titel Politisches Denken im 20. Jahrhundert. Der Band 1 geht bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Der Band 2 behandelt die Zeit zwischen den Kriegen, also 1915 bis 1945. Der dritte Band besteht aus 2 Teilen und der ist gewidmet dem Kalten Krieg, der Systemkonkurrenz. Und schließlich der 4. Band, den habe ich den Titel gegeben, Übergang ins 21. Jahrhundert, Neue Weltordnung oder Barbarei? Fragezeichen. Diese Bände sind zwischen 1999 und 2010 erschienen, diese 5 Bände in der ersten Auflage. Ich könnte noch ergänzen, die ersten 3 Bände habe ich noch im Dienst geschrieben, also bis 2006, als ich emeritiert wurde. Und es wäre ein eigenes Gesprächsthema vielleicht, darüber zu reden,
sitzen ja einige Kollegen auch hier, wie man das hinkriegt, wenn man in der Uni eingespannt ist, sozusagen solche Texte zu schreiben, vor allem auch die Vorarbeiten dazu zu machen, weil das schreibt man nicht, ohne sich vorher auch gründlich mit der Materie beschäftigt zu haben. Also ich will in dem Zusammenhang vielleicht sagen, bei einigen wird das ganz selbstverständlich sein, dass als ich da 1995 angefangen habe, ein Buch, das sehr berühmt ist, von dem englischen Historiker Eric Hobsbawm, über das kurze 19. Jahrhundert unter dem Titel Zeitalter der Extreme, hat eine wichtige Rolle gespielt. Ein zweites Buch, das für mich auch sehr wichtig war, werden weniger kennen. Das ist von einem amerikanischen Soziologen, Giovanni Arrighi. Der hat ein Buch auch ungefähr 1993, 94 veröffentlicht unter dem Titel Das lange 20. Jahrhundert. Das Interessante ist bei diesen beiden Titeln, für Hobsbawm, der über das kurze 20. Jahrhundert geschrieben hat, war die russische Oktoberrevolution das Schlüsselereignis des 20. Jahrhunderts, während für Giovanni Arrighi, der über das lange Jahrhundert spricht, dieses Jahrhundert als das amerikanische Jahrhundert charakterisiert. Und dieses amerikanische Jahrhundert beginnt im letzten Drittel des 19. und geht sozusagen bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts. Also diese beiden Arbeiten haben mich stark beeinflusst, auch weil sie ganz unterschiedlich herangegangen sind. Ich habe meinen Text aber auch anders aufgebaut als diese beiden Bände. In der Gliederung der Bände folge ich der Epocheneinteilung, die Hobsbawm auch vornimmt. Also erstens, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, also der Einstieg in das 20. Jahrhundert. Zweitens, das Zeitalter der Katastrophen von 1915 bis 1945, also das dann Band 3, der Kalte Krieg, die Systemkonkurrenz, und dann ab 1900, Band 4, ab 1991 sehr grob, die große Transformation, der Eintritt in die große Transformation, der natürlich vorher beginnt, aber eine Zäsur natürlich das Jahr 1991, das Ende des Kalten Krieges und der Zusammenbruch der Sowjetunion. Jetzt noch die Frage, warum ist es interessant oder habe ich es interessant gefunden, mich mit dem 20. Jahrhundert zu beschäftigen? Es gibt eine sehr allgemeine Antwort. Ein Jahrhundert wird besichtigt. Wenn ein Jahrhundert zu Ende geht, erscheint viel Literatur aus verschiedensten Richtungen, die also dieses Jahrhundert ins Visier nehmen. Das war natürlich bezogen auf, ist natürlich bezogen auf das 20. Jahrhundert, wie schon der Titel Zeitalter, Zeit der Extreme andeutet, das 20. Jahrhundert ein extrem widersprüchliches, einige sagen ein grauenhaftes Jahrhundert. Wenn man Jahrhunderte zurückgeht und vergleicht, gab es wohl kaum ein Jahrhundert, in dem es so viele Kriegstote, in dem es so viele Flüchtlinge, in dem es so viele Verfolgte, in dem es so viele grauenhafte Verbrechen gab, wie in diesem 20. Jahrhundert. Auf der anderen Seite war dieses Jahrhundert ein Jahrhundert gewaltiger Fortschritte. Fortschritte im Bereich von Wissenschaft und Technik. Fortschritte, ich verkürze das mal, im Bereich der Beschleunigung. Wenn man sozusagen alles, die Dynamik, die natürlich auch mit Wachstum zusammenhängt, aber noch die Beschleunigung, die mit Motorisierung und also darüber mit wissenschaftlich-technischen Erfindungen verbunden ist und so weiter, ist dieses Jahrhundert eines der unglaublichen Beschleunigung. Hartmut Rosa aus Jena hat vor Jahren sozusagen das als eins der zentralen Probleme entdeckt, was er als Soziologe sieht, dass sich alles immer schneller wird und die Menschen auch als Individuen vielfach mit dieser Beschleunigung in den verschiedensten Bereichen des Lebens nicht mehr zurechtkommen und daraus pathologische Spannungen entstehen und so weiter. Also diese Widersprüchlichkeit, also die Beschleunigung, Entwicklung von Wissenschaft, aber auch das Anheben von Bildungsstandards, die Verbesserung von Lebensverhältnissen, alles dies hat unzweifelhaft, wenn auch regional oft sehr unterschiedlich verteilt, ebenfalls in diesem 20. Jahrhundert stattgefunden. Und drittens, das 20. Jahrhundert ist ein Jahrhundert des Sozialismus gewesen. Ich sage das jetzt nicht,
propagandistisch, sondern ganz nüchtern, bezogen auf viele Buchtitel, die dieses Jahrhundert als ein Jahrhundert angesehen haben, in dem nicht nur ausgehend von der Oktoberrevolution bis zum Ende der Sowjetunion, vor allem nach 1945 in der Folge der chinesischen Revolution, der Ausdehnung des Sozialismus und vor allem im Ergebnis der sogenannten antikolonialen Befreiungsbewegung, des Zusammenbruchs der großen Kolonialsysteme, sozusagen eine Weltveränderung stattgefunden hat, in der sozusagen Sozialismus in den verschiedensten Zusammenhängen eine der Haupttriebkräfte politischer Entwicklung gewesen ist und auch im ideologisch-politischen Bereich sozusagen die bestimmende Strömung gewesen ist. Also, das sind Gründe, die mich bewogen haben, mich mit dem 20. Jahrhundert zu beschäftigen. Natürlich dann auch verbunden mit der Frage, dass am Ende des 20. Jahrhunderts Sozialismus in eine tiefe Krise geraten ist, und zwar sowohl in den verschiedenen Bereichen in der Welt. Jetzt noch kurz einige Bemerkungen zum Aufbau der Bände. Jeder dieser Bände gliedert sich grob in zwei Teile. Im ersten Teil versuche ich zusammengefasst etwa die Charakterisierung der Epoche, also vor 1914, Ende Krise der bürgerlichen Welt, die Entwicklungen in der Zwischenkriegsperiode und dann auch im Kalten Krieg. Ich kann es nachher vielleicht mal an einem Band illustrieren. Und dann im zweiten Teil gehe ich auf einzelne Vertreter des politischen Denkens ein. Das sind immer relativ wenige. Ich habe also nicht versucht, eine Geschichte des politischen Denkens im Sinne eines Handbuchs zu schreiben, wo ich möglichst alle Richtungen und alle Vertreter mit einbeziehe, sondern ich habe dann für die Hauptströmungen des politischen Denkens, die Konservatismus, Liberalismus und Sozialismus sind, habe ich jeweils ein oder zwei, manchmal auch drei Vertreterinnen oder Vertreter ausgewählt, die ich für besonders interessant halte oder relevant halte. Dabei sind die Sozialisten oder die Linken etwas überrepräsentiert, quantitativ, wenn man es vergleicht. Aber das liegt natürlich auch ein bisschen an dem Profil, das ich den ganzen Bänden gegeben habe und das, was mich auch mehr interessiert hat. Also im zweiten Band habe ich zum Beispiel, wenn man das als Beispiel nehmen kann, das ist der Band zwischen den Weltkriegen, habe ich als Vertreter des konservativen Denkens, habe ich ausgewählt Carl Schmitt, Klassiker des Konservatismus. Dann habe ich als Vertreter des Kommunismus der Zwischenperiode Antonio Gramsci, den italienischen Theoretiker, gewählt. Dann habe ich für die Sozialdemokratie Rudolf Hilferding, einen der bedeutendsten Theoretiker und Politiker der Sozialdemokratie vor 1933, auch schon vor 1914, ausgewählt. Dann habe ich aber ein Kapitel geschrieben über die Gründung der Frankfurter Schule, also in den 20er Jahren des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt, also vor dem Hintergrund jetzt der Entwicklung einer kritischen Theorie im Geiste des Marxismus, die sich im Wesentlichen bezogen hat auf Schriften von Georg Lukács und Karl Korsch Anfang der 20er Jahre und die mit Max Horkheimer und Theodor W. Adorno dann also zu bedeutenden Vertretern des kritischen Denkens im 20. Jahrhundert geworden sind. Dann habe ich ausgewählt John Maynard Keynes, das Vertreter also als den berühmten Ökonomen, und habe dann noch ausgewählt, jetzt habe ich glaube ich einen vergessen, kann das gleich nochmal nachprüfen. Dann habe ich noch ein Kapitel geschrieben über Mahatma Gandhi und Mao Zedong. Darin kommt auch wiederum eine Struktur zum Ausdruck, dass ich nicht nur Vertreter der jeweiligen Hauptrichtung ausgewählt habe, sondern dass ich in jedem Buch, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, einen Vertreter aus den USA behandelt habe. Das ist sozusagen der Gedanke, das amerikanische Jahrhundert. Und dass ich gleichzeitig in jedem Kapitel einen Vertreter
in jedem Buch einen Vertreter genommen habe, der für die antikolonialen Bewegungen in der Dritten Welt steht. So habe ich im ersten Band Sun Yat-sen genommen, den ersten Präsidenten der Chinesischen Republik 1911, nach dem Sturz des Kaisertums in China. Im zweiten Band, wie gesagt, Mao und Mahatma Gandhi. Im dritten Band, für die Zeit nach 1945, habe ich dann Che Guevara genommen. Vielleicht spielt das nachher auch im Gespräch hier eine Rolle. Der letzte Band, also Übergang ins 21. Jahrhundert, der war natürlich der schwierigste in der Konzeption, weil das ist, wenn man das historisch aufarbeitet, in Epochen, die relativ abgeschlossen sind, ist das einfacher, als wenn man dann auch stärker in die Gegenwart eintaucht. Ich habe die Zweiteilung in diesem vierten Band beibehalten, indem ich jetzt drei einleitende Kapitel verfasst habe. Eines über die neue Weltordnung, also nach dem Ende des Kalten Krieges. Wir sind ja eingetreten in einer Periode, wir erleben das täglich in den Nachrichten, eines gewaltigen weltpolitischen Umbruchs. Wir leben mitten in einer Übergangszeit nach dem Ende sozusagen der alten festen Ordnung des Kalten Krieges, militärisch festgezurrt mit den beiden Systemen, in eine neue Periode der Auseinandersetzung um neue Weltordnung und um neue Machtstrukturen in der Weltordnung. Und wir erleben es ja eben nicht nur in Syrien, sondern auch in anderen Teilen der Welt, wo letztlich im Hintergrund die Interessen von Weltmächten und Machtmächten stehen, die gleichzeitig in diesen Auseinandersetzungen auch sozusagen ihre Position in der Weltordnung ausbauen wollen. Das zweite Kapitel behandelt dann jetzt die neue Konstellation, dass wir eine Welt und eine Weltordnung haben, in der es einen Weltmarkt, eine Welt des Kapitals gibt. Also wo sozusagen jetzt die immanenten Gesetze der kapitalistischen Entwicklung auch in globalen Dimensionen wirken und Schranken, die es im 20. Jahrhundert gegeben haben, beseitigt sind. Und das dritte Kapitel behandelt, ich nenne das den zerstörten Stoffwechsel mit der Natur, also die Probleme der Ökologie, des Klimas und so weiter. Dann in dem zweiten Teil gehe ich dann zwar auch auf einzelne Theoretiker ein, aber ich habe jetzt hier keine besonders, sagen wir, aus meiner Sicht herausragenden Vertreter für die jeweilige Richtung genommen, sondern ich behandle das Problem des Konservatismus am Ende des 20. Jahrhunderts unter dem Stichwort Repolitisierung der Religion. Also da gehe ich ein auf die iranische Revolution von 1978, dann gehe ich ein auf die Rolle, da war damals, als ich das geschrieben habe, George W. Bush noch Präsident der USA und der war bekennender sozusagen, hat einen bestimmten Namen dafür gehabt, aber ja, ein Wiedergeborener. Also ich habe über die Evangelikalen, also die Rolle der evangelikalen Sekten in den USA geschrieben, das, und deren politische Bedeutung. Und habe auch, da war auch noch der Papst, hieß auch noch Ratzinger, oder er hieß natürlich Benedikt, aber da er der Chefideologe der katholischen Kirche über längere Zeit gewesen ist, lag es nahe, weil er auch mit Habermas diskutiert hat, aber er als Vertreter sozusagen des konservativen Flügels, des Katholizismus, die Krisen unserer Zeit interessanterweise interpretiert, das, sozusagen als Verlust des Glaubens. Das ist so die Grundthese, die sich dann verbindet mit Vorstellungen über die Rolle in der Kirche. Das Zweite ist, dass ich da über die Frage Theorien der sozialliberalen Modernisierung geschrieben habe. Da habe ich mich konzentriert auf Jürgen Habermas und den englischen Soziologen Anthony Giddens, wo ich gleichzeitig versuche zu sagen, dass jetzt in dieser neuen Epoche deren Konzeption einer fortschreitenden Modernisierung moderner Gesellschaften an ihre Grenzen gerät und dass darin auch Probleme sozusagen der Politik der Sozialdemokratie, auf die sie sich positiv vor allem Anthony Giddens in seinen Schriften bezogen hat, als Chefideologe von Tony Blair, dass sozusagen in ihren Schriften selbst und auch die Grenzen jetzt dieser Modernisierungskonzeption deutlich werden im Übergang in diese neue Periode, nicht nur weltpolitischer Veränderungen, sondern auch innergesellschaftlicher Widersprüche und Entwicklung. Und schließlich habe ich ein Schlusskapitel geschrieben, da kommen wir vielleicht im Gespräch noch drauf, das heißt Sozialismus im 21. Jahrhundert? Da bin ich sehr, sehr vorsichtig,
Also ich verkünde da keine Lehren in dem Sinne, dass ich sage, liebe Freundinnen und Freunde, es geht bald wieder los. sondern ich versuche einerseits dort die Bedingungen für sozusagen die möglichen, für die mögliche Reformulierung und Neugründung linker Politik versuche ich zu bestimmen. Vielleicht kommen wir in dem Gespräch hier nochmal auf diesen Punkt zu sprechen. Also dabei gibt es viele offene Fragen, die auch uns bis in die Gegenwart verfolgen. Es wäre natürlich interessant, jetzt zu fragen, 6 Jahre ist das her, dass ich das geschrieben habe, dass das herausgekommen ist, 2010, der letzte Band. In den 6 Jahren ist viel passiert, aber die Krise von 2008, die habe ich noch drin. Und das könnte ich im eigenen Vortrag erklären, warum ich denke, dass die Krise von 2008 sozusagen eine Art Zäsur ist. Sowohl was die ökonomische Entwicklung betrifft, als auch was sozusagen die Multiplizierung von Krisenfaktoren in der gesellschaftlichen, ökonomischen Entwicklung und auch in der internationalen politischen Entwicklung betrifft. Es gäbe jetzt, wenn man die Argumentation dort im letzten Kapitel meines Buches fortführt, könnte ich sagen, aha, es gibt jetzt von renommierten Soziologen, die gar keine ausgewiesenen Linken sind, eine sehr interessante Debatte über das Ende des Kapitalismus. Und das ist nicht nur der Wolfgang Streeck, der sehr erfolgreich die These vertritt, indem er sagt, dass was in den letzten 30 Jahren passiert ist, um auf die Krisen seit Mitte der 70er Jahre zu reagieren durch die herrschende Politik, das hat letztlich immer nur einen Aufschub bewirkt. Gekaufte Zeit nennt er das. Und wir kommen immer mehr an den Punkt, wo alle Mittel, die angewandt werden, um gegen den inneren Kern dieser ökonomischen Krise, in der wir uns befinden, etwas zu tun, immer weniger greifen. Und er würde jetzt auch die Krise der EU und das Austeritätsregime und so weiter, würde er gewissermaßen in dieser Linie einordnen. Es gibt eine Reihe von anderen Beiträgen dort, die aus einer anderen Perspektive der Entwicklung der Produktivkräfte und der anstehenden, der sich beschleunigenden digitalen Revolution jetzt also Thesen formulieren, dass gewissermaßen Industrie 4.0, würden die Gewerkschaftskollegen sagen, unter kapitalistischen Bedingungen eigentlich nicht zu fassen ist, weil die Dinge immer billiger werden, die produziert werden durch die neuen Technologien, und weil immer weniger Arbeitskräfte gebraucht werden, um diese Produktion zu gestalten. Und dann wird, so meinen dann einige, irgendwann der Punkt, wo das nicht mehr funktioniert und andere Eingriffe notwendig sind. Also ich denke, dass Fragestellungen sind, die ich noch nicht in dem Schlusskapitel ansprechen konnte, die sich aber aus der Argumentation, die ich dort entwickle, meiner Ansicht nach ergeben. Ja, soweit meine Bemerkungen zu den Büchern. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen im Gespräch jetzt noch ein bisschen ergänzen können. Schönen Dank. Du definierst ja im ersten Band das politische Denken als normatives, auf politische Praxis bezogenes Denken. Also das ist im Grunde ja dein Kriterium. Und wenn man sich du hast ja eine ganze Reihe von Autoren eben auch genannt, die du Einzelbetrachtungen unterziehst in den Büchern, wenn man sich die anschaut, es fällt ja auf, es ist eine recht interdisziplinäre Mischung. Also darunter sind Juristen wie Karl Schmidt, es sind Soziologen darunter wie Max Weber, es sind Ökonomen darunter wie John Maynard Keynes. Und insofern meine Frage vielleicht nochmal zu dieser Definition des politischen Denkens. Was genau ist eigentlich politisches Denken? Also ich habe diesen ersten Satz, den David jetzt da zitiert hat, deshalb geschrieben, weil ich jetzt einen Unterschied machen wollte und auch mache zwischen Theorie der Politik und politischem Denken und Politikwissenschaft. Also zwischen diesen drei Kategorien. Wenn ich sage Politik, also wenn ich die Grundkonzeption meiner Arbeit
Büchern, die ist, dass ich sagen, die Hauptströmung des politischen Denkens seit der bürgerlichen Revolution, seit 1789, sind Konservatismus, Liberalismus und Sozialismus. Dann ist das sozusagen die Grundaussage, die also die Rolle des politischen Denkens in Gesellschaft und Politik in der Entwicklung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft der letzten 200 Jahre versucht zu bestimmen. Und das, wenn ich es jetzt sehr vereinfacht machen würde, ihr wisst, dass ich kein Freund von Klassenreduktionismus bin, aber um es mal ein bisschen zu vereinfachen, kann man ja sagen, der Konservatismus hat ganz eindeutig, vor allem von seiner Entstehung her, in der Klassenbasis bei der Aristokratie, also wenn wir es ins 19. Jahrhundert zurückverlegen, das liberale Denken hat seine Klassenbasis im Bürgertum und das sozialistische Denken ist verbunden mit der Arbeiterbewegung und der Arbeiterklasse. Und von daher ist dieser sozusagen das Terrain der Politik, auf dem diese verschiedenen sozusagen politischen Programme, Ideologien und gleichzeitig sozusagen Kämpfe um Veränderung von Gesellschaft und Politik stattfinden, das ist das Grundgerüst, auf dem ich jetzt das politische Denken festmache. Und die Denker, die ich da auswähle, die versuche ich zu porträtieren oder zu diskutieren unter dem Gesichtspunkt, wie sie mit den jeweils spezifischen Konstellationen, die sich ergeben haben, deswegen sage ich Charakterisierung der Epoche, die sich aus der jeweiligen Epoche ergeben haben, wie sie damit umgehen. Also ich meine das Beispiel Max Weber. Also dass wir in Marburg einen großen Max Weber-Forscher hatten mit dem Herrn Kessler und so weiter, der die Biografie und die Theorie Max Webers und so von vorne bis hinten immer hervorragend dargestellt hat und so weiter. Ich bin kein Max Weber-Spezialist, ich habe aber bei Max Weber zum Beispiel die zwei Fragestellungen, die dieses politische Bedenken berühren. Es ist einmal die Krise des Liberalismus, die bei Max Weber ganz deutlich wahrgenommen wird, schon am Ende des 19. Jahrhunderts, vor dem Hintergrund sozusagen von zwei Entwicklungstendenzen. Einerseits von Vermachtungsprozessen in Wirtschaft und Politik und andererseits durch den Aufstieg der sozialistischen Arbeiterbewegung, der Sozialdemokratie damals in Deutschland. Das sind zwei Dinge, die Sie wahrnehmen. Und wie reagiert sozusagen Max Weber, der dann auch noch in die nationalliberale Strömung eines Friedrich Naumann ja einbezogen ist, wie reagiert er bis in den Weltkrieg und vor allem am Ende des Krieges, nach der Niederlage, sozusagen auf diese Krise des Liberalismus? Da sehe ich sozusagen die Verbindung und das finde ich spannend. Das könnte ich jetzt auch am Beispiel der anderen, könnte ich versuchen, das jetzt herauszuarbeiten. Also insofern ist, wenn ich, also mich hat eigentlich in meinem Wissen, in meiner wissenschaftlichen Arbeit, im Grunde genommen seit Ende der 70er Jahre, ein Thema sehr stark interessiert und beschäftigt, das habe ich auch in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder versucht zu bearbeiten. Ich würde es mal so zusammenfassen, materialistische Theorie der Politik oder materialistische Politiktheorie. Weil auch in der Ideengeschichte des Marxismus dieses Thema aus übrigens ganz verständlichen Gründen oftmals sehr unterbelichtet ist oder auch sehr schwach ausgeführt ist. Das will ich jetzt im Einzelnen, jetzt könnte ich darüber lange reden, wie also politische Theorie bei Marx, aber noch anders politische Theorie bei Lenin oder Sozialdemokratie und so weiter. Es ist eine große Schwierigkeit, jetzt rein methodologisch formuliert, ich mache das jetzt nicht so ausführlich, die Eigenständigkeit der Politik im Verhältnis zu den Strukturen der Ökonomie und den Strukturen, der Sozialstrukturen der Gesellschaft, dieses richtig auf die Reihe zu kriegen. Und das sind an sich das Thema gewesen, mit dem ich mich immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen beschäftigt habe, etwa auch, war das einer der Gründe dafür, dass ich mich mit dem Machiavelli als dem Urvater jetzt derer, die Politik als eine eigenständige, autonome Wissenschaft ansehen. Das war der Punkt, wo ich dachte, da muss ich mir den mal genauer anschauen. Zumal dann auch im 20. Jahrhundert plötzlich Bücher aufgetaucht sind, wo dann Lenin als Machiavelli des 20. Jahrhunderts bezeichnet wurde und andere auch, sodass hier auch wieder mal eine gewisse Brücke bestand.
vielleicht noch, ich weiß noch nicht, ob es wirklich eine Frage ist oder eine Beobachtung, was, denke ich, ein wichtiger Punkt in deinen Büchern auch ist. Du hast ja gesagt, du hast ein Handbuch geschrieben, das sozusagen versucht, alle Strömungen, alle Theorieströmungen, es gibt alle Formen politischen Denkens gewissermaßen enzyklopädisch zu sammeln, sondern du beschreibst exemplarische Positionen. Aber du beschreibst ja in diesen exemplarischen Positionen auch exemplarische Biografien. Also deine fünf Bände sind ja im Grunde vermittelt über diese exemplarischen Positionen und Biografien doch so etwas wie eine Problemgeschichte des 20. Jahrhunderts, wenn in der Z-Rezension stand, Spiegel und Geschichte der Klassenkämpfe. Ja, Spiegel und Geschichte der Klassenkämpfe in solchen exemplarischen Positionen. Und du bist natürlich einem ganz bestimmten Typus auch immer auf der Spur, nämlich dem Intellektuellen. Und in diesen fünf Bänden werden ja doch sehr unterschiedliche intellektuelle Typen charakterisiert. Klassische Professoren, also die Mandarine, wie das Ringer mal genannt hat, Max Weber oder sowas, aber auch Figuren, die aus dem Bürgertum kommen und einen Punkt Klassenverrat begangen haben, also mit ihrer Herkunftsklasse gebrochen haben, sich der Revolution angeschlossen haben. Leute wie Karl Schmidt, die im Grunde aus dieser Mandarinenklasse kamen, aber dann ja eben doch nicht nur in der Universität und in erster Linie bezogen auf die Universität gewirkt haben, sondern tatsächlich zu Vordenkern des Faschismus wurden und der Konterrevolution. Also insofern, ich weiß nicht genau, ob es eine Frage ist, aber vielleicht könntest du noch etwas zu diesem Typus des Intellektuellen sagen. Ja. Also als ich der Antwort auf deine vorige Frage versucht habe, dieses politische Denken, den Begriff des politischen Denkens, so wie ich ihn verstehe, etwas genauer zu bestimmen, steckt ja im Grunde genommen schon drin. Die Einheit, die ich da herstelle, das ist aber immer auch ein Ausdruck von Verschiedenheit. Nämlich einerseits die Strukturen, jetzt einer bestimmten historischen Epoche zu begreifen, die großen Konstellationen der politischen Auseinandersetzungen, die stattgefunden haben, die Rolle, die darin konservative, liberale und Sozialisten gespielt haben, weil die haben sich ja verändert, der Liberalismus kommt an die Krise, die Sozialisten werden stärker, die Konservativen orientieren sich nach rechts, und dann haben wir wieder eine Epoche, wo die Sozialisten in die Krise kommen. Aber die Denkerinnen und Denker, die ich da behandle, das sind Intellektuelle, die einerseits diese Prozesse reflektieren, und es ist eben kein, sagen wir mal, Zentralkomitee oder ein Wissenschaftsinstitut einer Partei, die sagt, wie man diese Epoche zu interpretieren hat, sondern es sind Leute, die auch mit eigenen ganz unterschiedlichen Biografien in dieser Gemengelage, historischen Gemengelage, versuchen jetzt zu artikulieren. Also die Sozialisten, jetzt nehme ich mal ein Beispiel, ich habe über Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir ein längeres Kapitel geschrieben, weil ich die also für unendlich wichtig halte. Beide jetzt auch in dem, was sie gemeinsam gemacht haben, dann nochmal Simone de Beauvoir mit der Begründung sozusagen des modernen feministischen Denkens. Und gerade weil sie so extrem individualistisch sind, was ja eine Definition des Intellektuellen ist, weswegen auch die Linke oder gerade die Arbeiterbewegungslinke eben auch misstrauisch gegenüber den Intellektuellen war, weil die Intellektuellen so gerne das Individuum über das Kollektiv stellen, so stolz sind auf die Gedanken, die sie selbst haben. Manchmal ist das leider das einzige Eigentum, was sie besitzen, die Intellektuellen. Deswegen verteidigen sie das auch so hartnäckig gegen andere und sind böse, wenn sie kritisiert werden. Manchmal ist das, nein, das sage ich nicht, aber es ist ein Grundzug. Aber deswegen will ich gerade nicht in intellektuellen Schelter eintreten, wie auch auf der Linken, vor allem in der alten Arbeiterbewegung, immer sehr beliebt war. Sondern mir geht es genau darum, die Brechung. Also wie kommt ein Sartre dazu, der ab 1941 Lettre et le Néant schreibt, also ein klassisches Werk der Existenzialismus, des Nihilismus als Reflex, man könnte sagen, also obwohl die Parallele nicht da ist, aber wie Beckett warten auf Godot, also die
die Reflexion der Sinnlosigkeit einer Welt, die kein Ziel mehr hat und wo nur sozusagen die Selbstbestimmung des Individuums einen Entwurf in dieses Leben bringen kann, das einen Sinn macht. Zu einem Compagnon de route, wie die Franzosen sagen, der kommunistischen Partei Anfang der 50er Jahre, der aber dann 56 nach Ungarn mit sich wieder von der Partei distanziert, sie nicht bekämpft, aber dann sozusagen mit der algerischen Befreiungsbewegung, mit Kuba und Che Guevara und so weiter, also auf die mit der Revolution in der Dritten Welt sich sehr verbündet fühlt, viel darüber schreibt und so weiter. Und das ist eine eigenständige Entwicklung, die aber sehr viele der Entwicklungen in diesen 50er und 60er Jahren aufgreift, weil er dann auch nochmal in der 68er-Bewegung natürlich, kurz vor seinem Tode, nochmal eine große Rolle spielt. Und gleichzeitig habe ich aber dann, das habe ich vorhin vielleicht nicht gesagt, das ist vielleicht so ein bisschen eine Spielerei von mir gewesen, ich habe versucht in jedes Kapitel, das ist mir nicht in jedem gelungen, vor allem bei der Einleitung, nicht gleich auf die Person zu kommen, sondern die Person etwas einzuordnen in die Kontexte, in denen sie steht. Also wenn ich über Gramsci schreibe, habe ich einen kurzen Einleitungskapitel, wo ich was sage über die Entwicklung der kommunistischen Bewegung in Westeuropa nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Und bei dem Che Guevara habe ich einen kleinen Abschnitt davor gestellt zur Geschichte des Berufsrevolutionärs. Das beginnt irgendwie bei Buonarroti im frühen 19. Jahrhundert und bei den Carbonari und über Blanqui und sonst was geht die also ein bisschen zu diesem neuen Typus. Und bei Sartre und Simone de Beauvoir habe ich ein Kapitel, also einen Abschnitt davor gesetzt, über die Rolle des Intellektuellen in Frankreich. Weil das wiederum ganz speziell, also der Sartre ist nicht zu verstehen, ohne dass man die Rolle der Intellektuellen in der französischen Kultur seit dem 18. Jahrhundert im Grunde genommen richtig versteht. Und das fand ich dann immer ganz spannend, so diese Zusammenhänge herzustellen.